Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Heute kommt es nochmal zu einem Showdown. In Sektor 7 bricht schon die Hölle aus und wir müssen einfach kämpfen und kommen einfach nicht an. Verstehe ich nicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann gehen wir direkt hier hoch. Wir werden jetzt nämlich gleich direkt ins Einsatzgebiet quasi rein manövriert. Und da geht die Action richtig ab. Das müsste auch die letzte Stadt sein, die wir besucht haben, gerade eben. Ich glaube, da kommt sonst keine mehr. Seht euch das an! Vielleicht werden wir nochmal in Sektor 7 landen. Aber das war's auch. Hä? Der hat plötzlich Strom? Okay. Wir haben ihn so lange geschoben, bis er Strom hatte. Aber da kann man nicht rein. Na gut. Mein Lieblingsgegner. Der hier ist auch ein bisschen größer, ne? Genau so. Oh, ich werde mal auf Aerith wechseln. Und alle mal ein bisschen heilen gleich. Oh, der ist weg. Hilfe. Der hat doch irgendwas vor. Au, au. Ja, ja. Danke. Danke, danke. Ich liebe eure Aufmerksamkeit. Flieg! Wie sie alle auf mich gehen. Genau so. So, ich muss ja ihre Fähigkeiten mal ein bisschen nutzen. Toll. Okay, man muss. Alles klar. Man muss schon ordentlich treffen. Ja, geh auf den hier. Der andere ist gerade weg. Entschuldige, es jawohl. So, und dann heilen wir nochmal. Dann können wir wechseln. Hier arbeiten wir im Team. Ich zähle auf dich. Ich wollte auf Tifa gehen. Weil sie kann jetzt auf Hochtouren machen, weil der Typ sich eh nicht bewegt. Wo zielst du denn hin? Was war das denn? Habe ich gerade einen Frostmann abbekommen? Verdammt! Dass der Typ auch in der Luft schweben muss. Ja. Au. Ja? Genau so. Kannst du jetzt. Ah, oh, okay. Überlass das mir. So, jetzt ist er in Schock. Tifa. Mach mal auf Hochtouren. Und wir los! Ja. Nimm auf ihn, ich verlieren. Jetzt heißt's erstmal Wunden versorgen. Naja, lief ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir konnten doch unser Heal rausbringen. Aber es wird jetzt auch nicht einfacher. Und ich glaube auch nicht, dass ich alle Waffen vorankriege. Außerdem war Barrett eine ewige Zeit nicht bei uns im Team. Also eigentlich muss es noch ein paar Kapitel geben. Wie hat das jetzt genau funktioniert? Danke. Weiter. Wie habe ich den geschoben? Ach so, ich war in dem Waggon drin und bin rückwärts gefahren. Ich verstehe. Und jetzt? So habe ich. Hä, wieso habe ich die weggeschoben? Hä? Checke ich jetzt nicht. Ach so, kann ich da oben rauf? Ich verstehe. Ich hoffe, ich habe keine Kiste verpasst. Und das da sieht ziemlich aus, als wäre da irgendwas. Ah ne, da kamen wir her. Ich glaube, die Geister geben den Zügen Energie. So wirkt das auf jeden Fall auf mich. So, alles geheilt, kurz geguckt, was man hier so schönes kaufen kann. Megatränke nehme ich doch.
Müssen wir jetzt eigentlich genug schon langsam angesammelt haben? Oh oh. Sind fast da! Schnell. Zu groß, die Fläche zu groß. Ja. Schon wieder? Cloud! Ah! Aeris! Hä? Ich hab Aeris entführt. ETF? Die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Aerith ist aber kein Kind. Die ist ja wohl mindestens 16. Hast du mich beschützt? Awesome. Und du bist der Hescher? Versteckt. Und Aeris? Kannst kommen. War sie schon mal hier? Kannst kommen. Wir haben dich, Aeris. Das habt ihr wohl. Ui. Los! Wie hieß der? Eligor. Wieso heißt der Eligor? Oh nein. Nicht jetzt. Alles klar. Überlass das mir. Komm schon. Oh, ausgewichen. Na? Mann, der will mal wieder mich. Ziemlich lästig. Oh, ich will hier einfach mal so einen Laser machen. Ich würde gerne in seine Nähe und meine Fähigkeit. Obwohl. Das ist das Problem bei dieser Fähigkeit, weißt du? Wenn ich Heiliger Magiekreis mache. Genau her. Ich wirke jetzt zwar jetzt meinen Angriff doppelt, aber ich setze sie einfach auf mehreren Stellen ab. Los!
Oder profitiert er auch davon? Mit Magie ist es leichter. Nee, der wird weggenommen. Los geht's, das tut weh. Das heißt, wenn ich hier drinnen stehe und meine Heilung mache, wird das doppelt gewirkt, oder? So, schockanfällig, ja? Vogtoren. Au. Ich will wieder bei Kreis und dann Heilung einsetzen. Oh, nicht beim Laser. Haha, ausgewichen. So. Ja, nö. Wird trotzdem nur einmalig verwendet. Warte! Sieh genau her! Au. Was für ein mieser Penner. Wechsel! Ich übernehme. An die Arbeit! Flieg! Oh, Beschwörung! Zum Angriff! So, Zeit auf Hochtouren zu machen. Und Cloud? Du machst mal... Ah, na gut, das wird wahrscheinlich noch nichts. So, jetzt aber. Ende des Schreckens. Hältst du das aus? Los! Und, Zusatzangriff. Ich komme! Und Luna! Und tschüss! Ich möchte mal ganz kurz auf Cloud wechseln, bevor wir die Beschwörung machen. Triffst du von lass mich mal. Ich möchte auf jeden Fall erstmal gucken, was für eine Schwäche er hat. Oh. Was für ein Penner. Der Fleck. Das ist nicht gut. Wir kommen nicht dran. Vielleicht mit Magie. Die wird reflektiert. Wir müssen die Barriere aufheben. Aber ganz normal. Achso, ich bin gar nicht Aerith. Haha. Komm schon. Aber wo ist diese Barriere? Arbeiten wir im Team. Zieh dich zurück. Okay, dann machen wir erstmal Analyse. Nur kein Über. So, wirksam ist Eis und Wind. Trifft es mit windelementaren Attacken, während es sich in der Luft befindet? Irgendwie, der muss erstmal auf den Boden kommen. Kann ich das Ding ja kaputt machen? Zunächst mal heilen. Ja, Aerith, das wäre eine gute Idee. Oh. Okay, ich glaube, ich setze so lange Aerith ein. Ich leg los. Los, bin bereit. Ja, bleib mir vom Leib. Verteidigen. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Ich tu, was ich kann. Okay, für sie jetzt gerade geheilt. Aber gut. Achso. Aha. Ich hab gerade schon Heilung eingesetzt. Au! Los geht's! Okay, machen wir ein Gebet. Oh, was für ein Pisser mit seinen Attacken. Komm runter, damit ich meine Beschwörung machen kann. Ah, hinter ihm bin ich sicher. Also am besten immer hinter ihn laufen. Monolaser. Hey, du mit deiner Monobraue, verzieh dich. Okay, hinter ihm bin ich sicher. Kann ich auch meine Aufladung machen. Ja, ich war auch nicht nett. Okay, lauf, 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 lauf. Hinter ihm, ein! Ah. Okay, Limit. Vision. Mit meiner ganzen Kraft. Los. Au. Kannst du nicht sterben, Aerith. Dann hinter ihn gehen. Und Gebet. Hey, jetzt zieht er hier hin. BTF. Was für ein Penner. Okay, weißt du was? Tiefer. Du hast ja Wind. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut.
Überlass das ruhig mir. Du musst mich doch heilen, Mann. Au. Weg los. Ich hab keine Kraft mehr. Oh, Donnerwalzen. Der Gebet. Hier. Und ausweichen. Und ausweichen. Was für ein Arsch. Hör auf mich anzugreifen. Ich muss mich heilen, Mann. Achtung. Der ist für dich. Alles dreht sich. Überlass das ruhig mir. Ich lebe echt hier am Limit. Ich weiß nicht, ob Tifas Limit jetzt was bringt. Ich glaube, den ganzen Limit spare ich mir auf. Der ist für dich. So, und dann fülle ich mich mal ganz voll und dann kann ich wechseln. Lass mich mal. Komm her, Mann, lauf du nicht weg. Ich glaube, die Barriere ist fast weg, oder? Genau so. Genau so. Na komm. Komm, ich kann einfach gar nichts machen, währenddessen der oben ist. Er kommt runter. Oh mein Gott. Ifrit, nein, Chocobo, Shiva. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Jetzt kriegst du Probleme, Junge. Komm nicht. Nee. Es geht los. So, und dann machen wir mein Limit. Und dann machen wir unsere Esper-Fähigkeit. Und dann nehmen wir... noch nichts. Ich glaube, das ist ja leider noch nicht einsatzfähig. Auf Hochtouren, komm. Fertigkeit gemeistert. Nice. Oh, Cloud ist zurück. Ja, ein bisschen später, aber besser später als nie. Wir machen Aerith mit der Esper-Fähigkeit Himmelschlag. Zack. Und dann macht Cloud gleich dasselbe. Aber ich glaube, wenn er sich bewegt, ist ein bisschen blöd. Nein, er geht in die Luft. So eine Scheiße. Du musst also nicht unsere Shiva, ich sehe sie gar nicht. Wollte nicht glauben, du hast recht. Hey, ich komm nicht hin. Das war's. Bleibt ruhig da ein bisschen stehen. Ich mache mal ganz kurz Esper-Fähigkeit. Ah, ich kann seine Räder demolieren. Cool. So, Tifa, Magie. Ah, der bewegt sich leider. Deswegen ist Shiva scheiße. Au. Tifa. Mach mal Eiszapfnagel. Gegen das rechte Rad, komm. Das ist wirklich hilfreich, weil sie jetzt bei den Kämpfen nicht so... Oh, mein Limit! Du kriegst jetzt den Atomisator. Oh, ich hab's gegen das Rad gemacht, lol. Und ich treffe dich mal. Geil! Oh, das war gut. Das war ein richtig. Kein Problem. Ich leg los. Scheiße. Überlass das mir. Bringt eigentlich jetzt Vision noch mal was? Achso, nee, Segen des Planeten. Keine Dauer. Ich habe versagt. Ja! Du mich auch! Was war das denn jetzt? Hä? Nicht übertreiben. Ich komme mich nur kurz aus. Ist das dein Ernst? Was gerade? Was zum... Ich dreh durch. Oh. Kannst du stehen? Das eben zählt nicht. Okay, Gegenstände, Megatrank. Es geht weiter. Komm schon. Du schaffst es. Das darf einfach nicht sein.
So, dann machen wir erstmal Engel auf Cloud. Hat hier was ausgeholt. Lass mich in Ruhe. Lenkt ihn nur ein bisschen ab. Was für ein ätzendes Vieh. Das tat weh. Los, ich hab keine Kraft mehr. Nein, ey, Gebet. Hier. Oh, alle noch am Leben. Teilweise. Los. Ich glaub, das war's. Tifa, hau mir mal einen Supertrank raus. Und los. Ja, dieser miese... Keine Kraft mehr. Vor allem kann ich auch die das Limit von Tifa vergessen, ey. Los! Das tat weh. Gott, geht der mir auf die Eier. Jetzt mach endlich mal seine Räder kaputt. Der ist für dich! Überlass das ruhig mir! Das war close. Und könntest du bitte stehen bleiben? Sieh genau her. Flieg! Au. Halt aus. Was für ein ätzender Gegner, ey. Es geht los. Okay. Zieh dich zurück. Wieder hellwach. Oh, wie ich dich hasse. Wie ich dich... Nicht übertreiben. Was für ein absurder Gegner ist das denn? Mach mal Salto gegen ein Rad. Komm, der soll wenigstens ein bisschen ins Straucheln kommen. Und du mach mal Segen des Planeten. Das war Segen des Planeten? Dann übernimm. Er ist auch wieder fehlgeschlagen, oder nicht? Trank, Elf. Ich bin an deiner Seite. Los geht's! Wie einfach nichts gegen diesen komischen Gegner trifft. Ja, Rad ist zerstört. Endlich. Miese Potsau. Trotzdem kann er noch fahren. Er kann mit einem Rad fahren. Ja, guck mich an. Ich bin linksfahrender Arschrocksteppen-Penner. Hör auf mich zu verfolgen, Mann. Such dir ein Leben. Ja, wieso? Das frage ich mich den ganzen Tag schon. Oh nein, ich habe die vergeilt. Ja, Eis bringt einfach... Gegner, die schwach gegen Eis sind, sind scheiße, weil das Eis... Gegner müssen halt stehen bleiben dafür. Wie asozial ist denn das? So. Da hast du, bleib liegen. Genau her. Ab mit dir! Zack! Na? Und schaffst du das? Jetzt geht's um alles! So, auf Hochtour, komm! Endlich! Oh. Heilige Scheiße! Hart aus! Wir kommen! Verschwinde! Monster! Das war ein Hackentrick, nicht das, was ich machen wollte. Weiter! Ja. Junge, was für ein Gegner. War der nervig. Oh, guck mal, ich habe Schwäche gegen Eis, aber ich fahre rum wie ein Bekloppter. Was will er? Wahnsinn. Lebt wohl.
Ja, es waren die erlösten Kinder. So, haben wir es geschafft. Aber ich bin froh, dass wir hier raus sind. Einige Kapitel sind hier echt pures AIDS. Pures Corona, muss man jetzt schon sagen, ne? AIDS ist ja vorbei. Corona ist jetzt in. Wir sind da! Oh, ich freue mich auf die Roboter, die alle Schwäche gegen Blitz haben. Das ist toll. Geisterjäger, heilige Scheiße. Kapitel 11, da sehen wir eine 11 drauf. Die Königin des Eises ist verdammt scheiße, weil ihr komische Fähigkeit die Gegner stehen bleiben müssen. Was natürlich nicht funktioniert, wenn sie rumfahren mit ihren einem Rad. Ja, damit haben wir den Kindern vom Friedhof geholfen und können uns jetzt endlich weitermachen Richtung Sektor 7, beziehungsweise wir sind ja schon Sektor 7, aber Richtung Zentrum, um da endlich Barrett und die anderen zu unterstützen. Ich vermisse es ehrlich gesagt schon, mit Barrett zu kämpfen, denn der wird jetzt in den nächsten Folgen richtig, richtig stark.